In Rostock hat vom 9. bis zum 11. Mai in der Hansemesse die weltgrößte Fachmesse für die Unterwasserverteidigungsindustrie stattgefunden. Veranstalter ist die britische Firma Clarion Defence and Security. Erwartet wurden nach Veranstalterangaben etwa 1500 Teilnehmer aus der Rüstungsindustrie, dem Militär westlicher Staaten, Verwaltung und Politik. Etwa 100 Aussteller gab es, unter ihnen auch Gavin aus Reutershagen. Die Firma baut Unterwasserscooter, mit denen man bis zu 30 Kilometer weit tauchen kann. Die Rüstungsmesse findet jährlich an einem anderen Ort statt. Im April kommenden Jahres ist sie in London. Parallel zur Messe hatte es ein Protestcamp gegeben mit Workshops, Firmen und Vorlesungen, die sich mit Friedenspolitik auseinandersetzen. Ein Thema war auch der Ukraine-Krieg. Die Oberbürgermeisterin Rostocks, Eva-Maria Kröger, zeigte sich gegenüber der Rüstungsmesse skeptisch bis distanziert. Sie bedauere, dass die Hansemesse Austragungsort für die Messe der Rüstungsindustrie ist.